einerseits ist das Arbeitsrecht, das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz natürlich in Bewegung, aber was uns besonders bei der Arbeit am Kommentar vor Schwierigkeiten steht, ist auch die Bewegung, die sich in der Lehre und in der Rechtswissenschaft hier ergeben hat. Das Arbeitsverfassungsgesetz ist inzwischen fast 40 Jahre alt. Es stammt aus einer Zeit, die sich inzwischen völlig geändert hat. Die Voraussetzungen für die betriebliche Interessenvertretung und für die überbetriebliche Interessenvertretung sind völlig andere geworden. Das Gesetz gibt meistens nicht so viel her, dass man hundertprozentig sicher sein kann, dass das, was man will, auch rauskommt. Wenn man in die Rechtsdurchsetzung geht, es lohnt sich, die Kommentierung zu lesen, insbesondere natürlich unser Band 4. Der Bereich des Europäischen Betriebsrates, Europäische Gesellschaft, Europäischer Verein, Genossenschaften, die Verschmelzung über die Grenze, sind alles in einem Band drinnen geregelt und wie sich im Arbeitnehmervertreter hier am besten verhalten, wie sie Verhandlungen führen sollen. Aktuelle Zahl ist, dass es europaweit ungefähr 1140 europäische Aktiengesellschaften gibt. Das Interessante, vor allem aus der Arbeitnehmersicht, ist, viele dieser Gesellschaften gar keine Arbeitnehmer haben bei der Gründung. Und hier ist natürlich die Frage gestellt, was ist, wenn die später dann natürlich Arbeitnehmer haben? Wie schaut es dann mit der Mitbestimmung aus? Also das ist ja hier die spannende Frage. Das Arbeitsrecht in Frage und Antwort richtet sich genauso wie das Arbeitsverfassungsgesetz in Frage und Antwort eigentlich nicht so sehr an die rechtswissenschaftliche Auseinandersetzung, sondern soll ja in der Reihe Ratgeber Hilfe im Alltag bieten. Um gegenwärtige Probleme anzugehen, ob es jetzt Arbeitslosigkeit ist, ob es sozusagen die Demontage von Sozialstaat und sozialer Sicherheit ist, dass man das ohne die Geschlechterfrage nicht diskutieren kann, dass man es genauso wenig ohne Rücksichtnahme auf ethnische Verhältnisse sozusagen diskutieren kann. Das heißt, Ziel von diesem Buch und auch von dieser Vortragsreihe war es, immer diese drei Perspektiven von sozusagen Klassenfrage, soziale Schichtung, Geschlechterverhältnisse und ethnische Verhältnisse zusammenzubinden, soweit als möglich. 1991, damals war noch ein Text-4-Programm das Normale. Irgendwann ist einmal Internet gekommen, irgendwann haben wir CDs probiert und produziert. Und heute machen wir E-Books, Webbooks. Das ist also gerade im elektronischen Bereich eine sehr starke Veränderung vorhanden gewesen. Das Kollektivvertragssystem ist zum einen eine Datenbank, in der wir über 700 Kollektivverträge zur Verfügung stellen, auch in historischen Fassungen. Es ist aber viel mehr in Wirklichkeit. Es gibt ein Infoportal mit allen möglichen Informationen zu Kollektivverträgen. Wir drucken Kollektivverträge, kommentierte Kollektivverträge kennen sicher auch viele hier. Das heißt, wir möchten einfach ein Gesamtpaket zu allen notwendigen Informationen für Experten und Expertinnen zur Verfügung stellen. Wir haben uns für 2012 und auch 2013 vorgenommen, die Leistungen des Sozialstaats transparent zu machen und in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen. Wir finden, es ist einmal notwendig, klar zu machen, dass der Sozialstaat nicht nur für die Ärmsten der Armen da ist, sondern dass vom Sozialstaat alle in Österreich profitieren und dass wir mit dem Sozialstaat besser durch die Krise gekommen sind als viele andere Staaten.